Gedankenstreiche fällt mir wieder ein, dass in dem Buch eine Szene beschrieben wird, die meinem Gespräch mit Karl gerade eben ähnelt. Die kindliche Kaiserin begegnet dem Alten vom wandernden Berg, der alles, was in Phantasien passiert, aufschreibt und es dadurch wahr werden lässt. Vielleicht hat Karl das Buch auch gelesen. Ich nehme es mit in mein Zimmer, lege mich aufs Bett und starre an die Decke, in dem Versuch, einen Ausweg aus meiner Situation zu finden. Ich muss von hier fliehen oder wenigstens irgendwie meine Mutter kontaktieren. Letzteres scheint unmöglich, denn alle Kommunikationsmittel hat man uns weggenommen und uns nur dieses alberne Spielzeugtelefon gelassen. Die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, scheint das Dienstzimmer zu sein. Doch das ist wahrscheinlich immer entweder besetzt oder abgeschlossen. Meine Gedanken drehen sich mehr und mehr im Kreis, bis ich irgendwann einschlafe. Als ich aus dem Schlaf schrecke, ist es bereits dunkel. Nur ein fahler, quadratischer Mond beleuchtet den Park. Moment, ein quadratischer Mond? Nein, ich habe mich getäuscht. Als ich genauer hinsehe, sieht er so rund aus wie immer. Meine Uhr zeigt 23:30. Leise öffne ich die Tür zum Gang. Draußen ist alles still. Aus einem der anderen Zimmer höre ich lautes Schnarchen. Ich schleiche in den Aufenthaltsraum. Obwohl niemand hier ist, läuft immer noch der Fernseher. Der Korridor auf der anderen Seite ist ebenfalls verlassen, das Dienstzimmer unbeleuchtet. Mein Herz pocht, als ich die Klinke der Glastür herunterdrücke. Abgeschlossen. War ja klar. Eine Weile stehe ich unschlüssig da und überlege, was ich tun kann. Die Tür einschlagen? Selbst wenn mir das gelänge, würde es einen solchen Krach machen, dass sämtliche Pfleger alarmiert würden. Irgendwie das Schloss knacken? In Filmen geht das immer ganz leicht mit einer Plastikkarte. Aber selbst wenn ich eine hätte, ich bezweifle, dass es wirklich so einfach ist. »Kann ich dir helfen?« raunt jemand genau hinter mir. Ich falle fast in Ohnmacht vor Schreck. Als ich mich langsam umdrehe, erwarte ich, einen Pfleger im weißen Kittel zu sehen. Doch es ist die untersetzte Gestalt von Sir William, der mich im schwachen Licht angrinst. Ein Seufzer der Erleichterung entfährt mir. »Hast du mich erschreckt?« »Du willst ins Dienstzimmer einbrechen? Das gibt aber eine Menge.« »Nur für dich geopfert, Dämonen töten.« »Das gibt aber eine Menge Ärger, wenn sie dich erwischen.« »Ja, ich weiß, aber ich muss unbedingt meine Mutter anrufen.« »Verstehe. Lass mich mal. Für uns Profi-Agenten ist so ein Türschloss kein Problem.« Ehe ich widersprechen kann, kniet er sich vor die Tür und fummelt mit einem kleinen Gegenstand, einer Büroklammer vielleicht, daran herum. Zu meiner großen Überraschung macht es plötzlich Klick und die Tür springt auf. »Bitte sehr.« sagt Sir William und tritt beiseite. »Aber verrate nicht, dass ich das war, okay? Sie dürfen nicht wissen, dass ich vom Geheimdienst bin.« »Keine Angst, ich halte dicht. Danke.« Während Sir William im Aufenthaltsraum verschwindet, eile ich zum Telefon. Viel Zeit bleibt mir vermutlich nicht. Bestimmt gibt es hier einen Pfleger, der Nachtdienst hat und hin und wieder durch die Gänge patrouilliert. Als ich den Hörer abnehme, schallt mir ein fröhliches Kinderlied entgegen. Das gibt's doch nicht. Dieses Telefon kann doch nicht auch eine Attrappe sein. Wie wild drücke ich auf den Tasten herum. Doch was ich auch tue, anstelle eines Freizeichens oder irgendwelcher Wähltöne, höre ich bloß diese dämliche Musik. Mein Blick fällt auf den Computer. Vielleicht hat der ja einen Internetzugang. Ich drücke den Startknopf. Während die Maschine hochfährt, lausche ich auf Geräusche draußen auf dem Flur, doch es bleibt still. Endlich erscheint der Windows-Startbildschirm und fordert mich auf, ein Passwort einzugeben. Mist. Aufs Geratewohl gebe ich Passwort ein, erhalte als Reaktion jedoch nur einen schrecklich lauten Piepton und den Hinweis »falsches Passwort«. So blöd sind die Pfleger also nicht. Verzweifelt sehe ich mich um. Meine Mutter, die sich wie die meisten Menschen Passwörter nicht gut merken kann,
notiert sie sich immer in einem kleinen Notizbuch, das in ihrer Schreibtischschublade liegt. Vielleicht macht das Pfleger Ralf ja ähnlich. Ich durchsuche die Schubladen, finde jedoch nichts. Mein Blick fällt auf einen Werbekalender, der an der gegenüberliegenden Wand hängt. Glanotriziclin, wirksame Soforthilfe bei Spannungs- und Angstzuständen, steht darauf. Aufs Geratewohl gebe ich das komplizierte Wort ein. Und siehe da, die Passwortabfrage verschwindet und wird durch das Windows-Desktop ersetzt. Begleitet von einer Melodie, die so laut aus dem Lautsprecher schallt, dass die halbe Nervenklinik davon wach geworden sein muss. Mit klopfendem Herzen sitze ich da und lausche. Doch draußen rührt sich immer noch nichts. Ich öffne den Browser und erlebe die nächste Enttäuschung. Keine Internetverbindung. So ein Bockmist! Welcher Computer hat denn heutzutage kein Internet? Ich klicke mich durch die Menüs der Systemsteuerung, doch... Systemsteuerung, doch es gibt kein WLAN, in das ich mich einklinken könnte. Und obwohl ein LAN-Kabel vom Computer zu einer Steckdose in der Wand führt, gelingt es mir nicht, eine Verbindung herzustellen. Frustriert schließe ich den Browser und will gerade den Computer herunterfahren, als mir ein vertrautes Icon auf dem Desktop auffällt. Ein kleiner, pixeliger Erdwürfel mit einer grünen Oberfläche, darunter die Schrift Minecraft. Ich bewege die Maus zu dem Symbol. Verharre jedoch. Was, wenn das eine Falle ist? Wenn Dr. Johansen dieses Symbol nur hier installiert hat, weil er damit rechnet, dass ich an den Computer gehe und irgendwo ein Alarm losgeht, sobald ich das Icon anklicke. Einmal tief Luft geholt, dann ein Doppelklick auf das Icon. Anstelle des gewohnten Minecraft-Login-Bildschirms erscheint sofort eine Ansicht der Spielwelt. Ich befinde mich an einem Strand. Rechts von mir plätschern die Wellen eines Meeres. Links erheben sich zwei Treppenstufen Gras mit ein paar eckigen Birken. Meine Kehle schnürt sich zusammen. Ich kenne diesen Anblick. Kenne ihn nur zu gut. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht mit der Welt. Oder bilde ich mir das bloß ein? Ist es nur Zufall, dass ich an einer sehr ähnlichen Stelle gespawnt bin wie dem Ausgangspunkt für meinen Irrweg im Koma? Immerhin gibt es in einer typischen Minecraft-Welt jede Menge Küste. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass man das Spiel an einem Strand beginnt. Ich hüpfe den treppenstufenartigen Hügel hinauf und entdecke ein Schaf. Hinter dem Hügel erstreckt sich eine Wüste. Aus meinem Verdacht wird Gewissheit. Als ich den Krater entdecke, den der Creeper dort gerissen hat, und kurz darauf die Überreste des gesprengten Holzhauses. Ich starre entgeistert auf den Monitor. Das kann einfach nicht sein. Ich schließe die Augen, atme tief ein und aus und öffne sie wieder. Die Minecraft-Welt sieht immer noch genauso aus, wie ich sie aus dem Koma erinnere. Das Bild verschwimmt vor meinen Augen. Ich wische die Tränen beiseite. Ich will den Computer ausschalten, doch irgendetwas in mir treibt mich weiter. Ich folge meinen eigenen Spuren durch die Würfelwelt. Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, dasselbe noch einmal zu erleben, nur diesmal nicht wirklich dort zu sein. So als folgte ich mir selbst wie ein Geist. Was, wenn ich mich in diesem Spiel treffe? Das wäre wirklich gespenstisch. Ich erreiche die Hütte am Waldrand. Wie erwartet, befindet sich im